Willkommen, liebe Leute, zu Let's How Minecraft Super Mario Edition, das Messer-Paket für Nintendo Switch. Erstmal vorab gesagt, dieser Part ist leider nachkommentiert, da mein Mikro irgendwie einen Aussetzer hatte. Das nervt mich jetzt zwar total, aber was soll man machen? Tja, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere vom guten Jahr, wie Minecraft Messer-Paket als Zusatzinhalt, kostenloser Zusatzinhalt für die Lua-Distin erschienen ist, habe ich das Hummer an zwei Parten getestet gehabt. Da waren aber meine Mikroqualität und alles noch nicht auf dem jetzigen Stand, weshalb ich mir gedacht habe, komm, mach es nochmal, das mache ich jetzt. Und das ist die Super Mario, das Super Mario Messer-Paket. Wobei, ich spiele jetzt die Minecraft Nintendo Switch Edition, die gestern am Freitag, den 12. Mai 2017 vor die Nintendo Switch erschienen ist, Minecraft Nintendo Switch Edition. Und in dieser Minecraft Nintendo Switch Edition spiele ich eben das Super Mario Messer-Paket, was ich euch jetzt in zwei Parten zeigen werde. Und dieser hier ist eben der erste Part. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie sagt, ihr habt Lust auf das Projekt und würdet auch ganz gern, das ist sonst so Minecraft Nintendo Switch Edition Let's Play, vielleicht auch dann mit Facecam und Community, dann lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da. Ja, aber nur nicht zum brisanten Inhalt. Ihr seht schon, das Minecraft Messer-Paket ist eine fast schon wirklich fertig generierte komplette Welt, wo überall so Riesenstationen etc. rumstehen, die man alle aus dem Super Mario Universum kennen sollte. Und natürlich haben wir den klassischen Soundtrack von Super Mario. Hier haben wir Koopa Kühe, auch dies klassisch Super Mario Style. Ja, ist doch schön, ne? Ne, da haben wir jetzt, wenn wir jetzt hier mal rumfliegen, also ich spiele übrigens im Creative Modus, da ist mir jetzt wirklich vorgenommen, hab mir das hier alles einfach mal heute anzuschauen. Das mache ich jetzt hier auch sehr erfolgreich, so ungefähr. Ja gut, ja, und da haben wir zum Beispiel mal den 8-Bit-Mario, so den fliegen wir jetzt mal hin, weil ich probiere mir gerade noch zusammen zu reiben, was ich vorher alles jetzt so gesagt habe, um das jetzt möglichst im Part so zu machen, wie ich es mir vorgestellt habe, weil auch kommentieren ist halt doch irgendwie echt bescheuert und ich bin ein bisschen abfacken, tut es mich natürlich schon, aber was soll man machen, ne? Ja, und ihr seht schon alles hier voll, der Soundtrack, Super Mario 64, epische Geschichte und hier dazu dann noch alle Mario-Figuren etc. Das ist doch richtig cool, ne? Ich weiß nicht, wenn euch das Projekt wirklich gefällt und ihr sagt, ihr möchtet mehr als irgendwie nur zwei Let's Hope-Parte sehen, dann können wir gerne auch da eine Welt erstellen und so weiter, aber ich dachte mir jetzt, nachdem ihr so viele Projekte schon haben, die wir jetzt erstmal machen müssen, machen wir jetzt speziell zu den Size nur in der Show. Vor allem, weil wir auch keinen Release-Stream gemacht haben, was ich sonst immer so Games mache. Ging gestern nicht, weil ich da meine Geburtstagsfeier hatte und heute geht's auch nicht, heute am Samstag, weil heute der Juve-Saison-Contest kommt, den ich mir anschauen werde und zu denen werde ich später auch noch mal was themenbezogenes bringen, dachte ich mir, sonst besser. Das kommt aber leider erst da zum Abend hin, wenn der Song Contest dann losgeht, wobei das eh ein ganz cooles Thema ist, der Song Contest, über das wir gleich auch noch ein bisschen reden werden, weil da wollte es auch, weil es das auch in der Rohdatei raus hinauskommen. So, hier haben wir jetzt so ein Häuschen. Von denen gibt es wirklich, wirklich, wirklich viele in dem Minecraft-Messer-Paket. Ja. Na, da haben wir einen Yoshi und auch von den ganzen Figuren, die da rumstehen. Das ist richtig cool. Aha, und da ist Schnee. Interessant. So. Einfach random irgendwo in die Wüste geklatscht Schnee. Das geht auch nur in Minecraft. Ja, schön, ne? Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann keinen Restream machen. Da dachte ich mir, komm, machst wenigstens ein kleines Let's How und normal Minecraft Let's How, und das geht nicht, das funktioniert nicht, weil einfach eine klassische Minecraft Welt zu Let's How ist Kämmer. Dann dachte ich mir, komm, mach irgendein Messerpaket. Ich wollte erst ein anderes cooles Messerpaket machen, was es gibt, aber dann dachte ich mir,
hab mir dann die Parte von meinem Messer-Paket vor Wii U nochmal angeschaut gehabt und dachte mir, ey, die sind so grafisch und qualitativ. Grafisch waren es genauso gut wie jetzt, aber Audio-technisch, Mikrofon-technisch, so hinten gelegen. Reupload, und das ist das eben im Prinzip, ne? Vor allem jetzt haben wir auch ein Thema, dass wir das Ganze durchführend machen können, nämlich eben der Juve Song Contest. Ne, da kommen heute ein paar Kumpel zu mir und das werden wir dann hier schön uns hier anschauen. Das ist sicherlich wird ganz cool. Ich weiß nicht, hier sind wir bei so einer Wüstenlandschaft. Das ist auch etwas, wo ich jetzt so sage, das ist einfach typisch Minecraft, ne? Dass man einfach irgendwo heulen kann und so, jetzt hat den Faden verloren. Jetzt habe ich echt vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. Ja, hier, ne, trotz des Minecrafts, by the way, Minecraft-Messer-Paket gibt es hier noch ein Dschungelbiom, in dem, wie ihr gleich sehen werdet, ich kann es spoilern, ich weiß ja, was passiert ist. Wir fliegen jetzt in eine Wolke zum Beispiel, kommt gleich wieder raus, ne, dass da eben ein Gebäude ist. Ein Gebäude. Und dann sieht man, dass trotz des großen Minecraft-Messer-Paketes trotzdem noch ein Dschungelbiom drin Platz ist, in dem gar nichts ist, bis auf. Ja, klassische Minecraft-Teil haben wir, dann nimmt es auch irgendwo in der Ecke. Und nicht nur überall Super Mario Messer-Paket, ne? Und die Welt ist halt wirklich so riesig, wie ich auch später sehen werde, weil ich da erst so richtig anfange, überhaupt in die richtige Seite loszugehen. Weil, könnt ihr euch vorstellen, am Anfang sind wir ja bei diesem Super Mario Hill rausgekommen, was jetzt auf unser Resten sein sollte. Wir haben uns auf der einen Seite vom Schild die ganze Zeit aufgehalten. Und im Seitenteil des Partys kommen wir auf die andere Hälfte, die halt einfach wirklich viel größer ist, der wir auch länger bleiben, logischerweise. Und die ist dann, ja, für uns interessanter. Und rein Spoiler-Testen werden die zu dir auch gleich kommen. Ja. Ich weiß ja nicht, schaut ihr erst einmal so zu kommen zum Eurovision Song Contest? Schaut ihr ihn euch an oder wie ist das so? Weil, wie gesagt, ich werde da heute Abend auch nochmal, da mache ich nochmal so ein Special. Wenn es darauf auch ein bisschen genauer eingehen, auch was es da heute geben wird. Stichwort Hamburger Partymeile, Barbara Schöneberger, ab 20:15 Uhr, glaube ich, macht sie da Programm. Weil ich bin ja persönlich, weil ich ob ihr es wisst, ich bin ja so einer, der Musik wirklich gern mag. Ja, hat mich freut, dass dann natürlich auch später den Eurovision Song Contest anschauen zu können. Ich bin mal gespannt, vielleicht gewinnt Deutschland, ja. Wobei ich bin dieser so überhaupt nicht irgendwie informiert. Ich habe keine Ahnung, wer für Deutschland singt. Na, weil letztes Jahr zum Beispiel war ja diese, doch letztes Jahr war ich ein bisschen verfolgt. Da war ja, weil ich habe mir auch The Voice Kids angeschaut, The Voice of Germany, aber da war The Voice Kids. Da war auch irgendwie die eine, die da gewonnen hatte. Und die wurde irgendwie im selben Jahr so gepusht, dass dieses Kind letztes Jahr bei dem Eurovision Song Contest gesungen hat. Darauf kommt bis heute irgendwie nicht klar. Also die hatte schon eine sehr gute Stimme, ganz klar, gar keine Frage. Aber dass wirklich ein Kind mitgesungen hat, fand ich jetzt schon krass, ne? Aber Zappa von ihr auch nichts mehr so wirklich. Die hat jetzt ihre, was weiß ich was, 1,5 Jahre Ruhm, Anführungsstrichen, aber weiß ich nicht genau. Ne, darüber soll es jetzt heute Abend gehen. Da werde ich dann darauf ein bisschen nochmal eingehen, weil ich habe da eher so eine Art Quiz gefunden als ein Spiel. Aber wie gesagt, dazu mehr heute Abend, weil ich denke, mal ein bisschen Abwechslung hier in unserem Spielerleben soll man schon haben. So, jetzt bin ich hier aus Versehen auf den Controller gekommen und das komme ich jetzt hier zum erneuten Mal. Mehr öfter wird das aber in dem Part auch nicht passieren. So, und jetzt ist das, was ich sagen. Das Teil hier ist der eine Teil, der quasi links zum Super Marius hält. Den haben wir uns ein bisschen angeschaut. Der größere, bessere, längere Teil. Der beginnt hier, dann hier beginnt erst die richtige Sause. Mit Mario, mit Cooper und. Und allein die sternförmige Mario, hier sieht super, super toll aus. Ja, und da hinten haben wir die Eiswelt. Weil da gibt es verschiedene Welten. Wisst ihr, das ist nämlich eben so krass. Auf der einen Seite haben wir die Wüstenwelt. Und direkt daneben andockend die Winter-Weihnachtswelt, Eiswelt. Und das ist dann doch ein, ja, sehr cool, so die Switzungen zwischen Welt A und Welt B. Hätte ich nicht besser machen können. So ungefähr. So, dann fliege ich jetzt mal hin und dann heißt es hier. Hier ist auch umsauen ein bisschen, ne? Hier mal zum Beispiel ein Haus. Gehen wir hier doch mal hin.
Probieren zumindest. So. Ah ja, da haben wir einen Teppich davor und hier ist Horn, hier haben wir Betten. Das ist schön, da könnten wir schlafen, wenn es Nacht wäre, aber Achtung, Spoiler, Nacht wird's gleich, aber jetzt ist doch keine Nacht. Aber sobald die Nacht da ist, werden wir diese auch nutzen. Okay. Also sorry für diesen gerade irgendwie für diese komischen Sätze, die ich da gerade ins Mikro geflüstert habe. Tut mir leid. Also, so wir nehmen es wieder irgendwas ganz komisches. Ja, bis jetzt Nacht wird, haben wir uns hier einfach schön im Dunkeln den Tod an. Es ist ja auch schön zu sehen, wie im Dunkeln alles leuchtet. Und das sehen wir jetzt eben. Tod leuchtet, alles leuchtet. Das finde ich jetzt eben so cool gemacht an dem Game. Das mögen wir. Ja, ich weiß, irgendwie kann ich mich hier gar nicht mehr wirklich, vor allem nicht gerade bei der Nachtkommunikation fängt es halt erst so richtig an, kann ich mich kaum so wirklich hier an das Game konzentrieren, weil es immer mehr und mehr an Eurovision Song Contest denken muss, der jetzt einfach bald losgeht. Das wird cool und ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein Ereignis im Jahr, das gehört wirklich dazu. Das ist wie Weihnachten, wie Ostern oder wie alle 2 Jahre oder 4 Jahre, besser gesagt, EM oder WM. Besser Champions League, das rede ich sagen, ja. Ja, das ist was Besonderes. Es ist überhaupt nicht gekommen, wirklich große Ereignisse, die man dem vergleichen kann. Wie der Eurovision Song Contest das ist. Gibt's eigentlich nicht, ne? Aber Wetten, das war früher natürlich auch mal ein Idol, das ist klar. Wetten, das Idol war super schön, aber auch das, auch wenn es noch so cool war mit Thomas Gottschall, kann man nicht damit vergleichen. Wobei es auch da jetzt in Basel wieder läuft, dass es halt auf Pro 7, glaube ich, Sonntag 20.15 Uhr, Little Big Stars mit Thomas Gottschalk. Das ist eine gute Show, Hut ab. Ich konnte mich ja auch dazu bewerben. Little Big Stars, so als Let's Player, bin dann da. Und Let's Play, dann ein bisschen hier so Minecraft. Naja, da haben wir einen Blog, da haben wir so und so. Wäre schon witzig. Vielleicht wäre es mich dann mal. Was wollt ihr von der Idee halten? Soll ich mich bei Let's Play da bei Little Big Stars bewerben? Wer weiß, vielleicht haut es hin, ne? So. Ja, gut. Bin ich unten irgendwie gefangen und komme einfach zuerst nicht mal raus. Ich hab's geschafft. Aber wenn man da irgendwie reinfällt, wie auch immer man es macht, wenn man da aber irgendwie im Survival-Modus reinfällt, eine Brustmahlzeit, dann hat man Pest gehabt. Irgendwie. Mehr oder weniger zumindest, ne? Aber ich finde das so schön gemacht mit dem Soundtrack und den ganzen Aussehen, da hat man fast noch mehr an Mario-Feeling als in den Mario-Spielen sonst, ne? Also da haben die echt was Gutes gemacht, Nintendo und Microsoft. Da bin ich noch sehr dankbar darüber, dass sie die Version rausgebracht haben, weil ich hatte ja auch schon die Wii U-Version gehabt. Aber ich dachte mir, Switch Version ist auch unbedingt, weil ich so Minecraft unterwegs spielen kann und überall. Und Minecraft ist so ein cooles Spiel. Hierdurch werde ich das dann auch wieder aktiver spielen. Und das denke ich mal doch, und das ist cool. Ja, bevor jetzt alle wundern. Ich habe ja, natürlich läuft unser normales Minecraft Wii U Projekt erstmal weiter. Und samstags kommt ab jetzt immer noch wieder vor auch Minecraft Wii U Edition Livestream. Das Messerpaket zu Nintendo Switch Edition hier ist nur ein kleines Special. Was zeigen wir soll, ich habe die Switch Version, ich weiß davon. Denn die Switch Version Let's Play in 2 ist, wenn überhaupt, erst irgendwann später dieses im Jahr oder nächstes Jahr, wenn es Zeit ist. Weil jetzt haben wir aktuell ein Weltenprojekt auf der Wii U-Version, was wir verfolgen, was wir jetzt als erstes eben auch machen. Und hier haben wir den Wüstenteil, der ist eben auch sehr cool, den werden wir mit uns heute noch anschauen. Und wir werden es heute auch das nochmal ist ein Spoiler, uns das Luigi's Mansion auch anschauen, den Waldteil. Da bleiben noch ein paar andere Teile übrig, die kommen dann eben im nächsten Part dann. So, aber was hat das gerade nochmal geredet? Ich hab's vergessen. Lass mich umkonzentrieren. Was war denn das? Erst vergessen. Ich warte mal kurz. So, und ich fall die Leiter einfach runter. Ist inkompetentes Stück Scheiße. Sorry dafür. Ah ja, richtig, so, schon wieder. Wir hatten ja genau über, ja, richtig, das jetzt aktuell einfach die Wii U-Disc noch bringen, weil wir da ein cooles
Projekt haben, was wir jetzt immer weitermachen. Und ich möchte jetzt um Gottes Willen auch nicht so abrupt irgendwie abbrechen oder so. Ja, weil das wäre dann doch irgendwie richtig dumm, wenn ich das einfach machen würde. Dementsprechend geht Samstag jetzt schon noch weiter mit U-Messer-Paket. Heute, wie gesagt, mit Minecraft U dessen. Heute jetzt an dem Samstag eben nicht, weil da der U-Saison-Contest läuft. Deshalb kommt als Ersatz ja auch dieses Video hier, was mir Minecraft ein bisschen zu ersetzen soll. Für nur für heute. Nächsten Samstag zum Beispiel. Weil wir bringen auch noch mal einen anderen Part für Messer-Paket, aber egal. Mit nächsten Samstag als Beispiel. Jetzt dann mit Minecraft weiter. Das ist dann, denke ich mal, ganz cool. Sagen wir mal, die Krümel gucken, die Sonne, wer kann das nicht? Letzter Delfino, Super Mario 4, Super Mario Sunshine. Alle, die das mal gespielt haben, wissen jetzt schon, was ich rede. Also, das Spiel ist einfach nur so geil. Und ich werde es irgendwann auch jetzt playen, Super Mario Sunshine. Und Super Mario 64, eins dabei, werde ich auf jeden Fall nochmal im Sommer jetzt playen. Da wir im Winter uns dann ja dem richtig, richtig geilen Super Mario Odyssey widmen werden, was ich finde, vermutlich mein Lieblings-Mario-Titel sein wird, weil der einfach super duper toll sein wird. Und bevor wir uns halt eben im Winter Super Mario Odyssey wenden werden, tun wir jetzt halt im Sommer nochmal ein klassisches, altes Mario Something Run spielen. War nicht so mein Hintergrundgedanken. Ja, da war auch ein bisschen Castle. In dem kann ich gesagt, in der nächsten Part. Aber jetzt haben wir uns nochmal das Waldgebiet an, damit wir dann den einen Teil da jetzt hier fertig haben. Und den resten Teil im nächsten Part widmen können. Deshalb sprinten wir jetzt nochmal geschwind. Und jetzt überlege ich mir nämlich gerade nochmal um zum Waldteil. So. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wie gesagt, wenn es aber alle hier zu David Likes geben und sagen, ich will lieber Switze dissen als Minecraft dissen, dann kann es auch gerne ersetzen. So, und hier haben wir eben dieses Luigi's Mansion, Kusel, Wusel, Wähler, was auch immer, was man sich hier auf jeden Fall anschauen sollte, weil die ist sehr cool gemacht mit seinen vielen Türen hier in Minecraft. Und ja, die lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal anzuschauen. Wie ich finde. Ne, da haben wir die Fragezeichenblöcke. Hier haben wir eine Tür und ich finde auch so mit dem roten Muster hier so echt auch schön gemacht. Also, ja. Ist sehr schön gemacht hier alles in allem. Das Messerpaket. Und auch vor allem diese große Wuselvilla hier. Die möchte ich jetzt gerade anschauen. Mag es auch sehr gern. Gehört auch ziemlich. Ja, mag ich gerne so. Ne, ich klatsche heute total auf irgendwie die Hände. Keine Ahnung wieso. Wie gesagt, falls ihr mehr von Minecraft sehen wollt, auf jeden Fall lasst mal einen fetten Like da. Ab 40 Likes. Einfach mal random mal wieder eine Zahl in den Raum gepickt. Ach, es läutet. Okay, Leute, ist ja kurzer Cut. Ich kündige das auch noch an. So, weil ich finde das Kuselhaus da immer doch schon echt cool. Ne. So. Ja, dann gehen wir da, alles klar. Jetzt hängt es mich da fest und komm da einfach nicht mehr raus. Sehr schön. Ja, der Countdown läuft zum Eurovision Song Contest. Wie gesagt, das Quiz, falls es heute nicht was schaffen sollte, so bringen, tue ich halt morgen. Als im Nachhinein Hype bringen, weiß ich nicht, weil wir abends bekommen. Von Freunden mit den Eurovision Song Contest und Zaun. Dementsprechend, falls das Minecraft-Video heute erst abends kommt, dann kann es gut sein, dass das Video zum Eurovision Song Contest einmal erst morgen kommt. Aber sorry, kann sein. Mal schauen. So, da haben wir einen Schalter. Soll ich den Schalter umlegen? Das ist eine gute Frage. Ich mach's einfach mal. Ich weiß ja nicht, ich könnte es in die Kommentare schreiben, was mit ihr soll, sonst halt umlegen. Ich hab's jetzt ja eh schon gemacht. Ja, dann gehen wir doch hier einfach mal wieder raus. Oder probieren es zumindest über einen verkrüppelten Weg zu machen. Und ja, dann sprinten wir auch nochmal zurück zur Wüste. Um dann dort den Part zu beenden, ne? Das ist ja zumindest so mein Plan. Hahaha. Ha, ha.
So, mit den tollen Anblicken hier von der Wüste würde ich sagen, beenden wir den Part des Tages auch wieder. Wie gesagt, ein Part hat dieses Messerpaket noch. Da werde ich euch die Resteseite quasi zeigen, also einen anderen Teil, den wir jetzt noch nicht gesehen haben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Für heute soll es das, wie gesagt, gewesen sein, Leute. Falls ihr sowas öfter sehen wollt, dass ich so als Test mache, dann lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Macht's gut. Ciao.